Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei Mount & Blade Warband und ja, beim letzten Mal mit Dirim hier eingenommen und man sieht schon, das will irgendwer hier wieder haben und ja, nicht irgendwer, sondern der König selbst, der jetzt hier wahrscheinlich belagern wird. Ah, hier ist jemand mutig, weil der König hier rumläuft. Na komm her. Komm her. Hast du gedacht? Da wird der König nicht eingreifen können. Graf Dashwall. Wir werden natürlich bis zum Ende kämpfen gegen euch paar Hanseln, das werden wir wohl schaffen. Und wir machen es wieder so, dass ihr hier bleibt und alle anderen kommen mit, denn dann haben wir gleich die Quest, denke ich mal, erledigt. Die dürfte nicht mehr so lange dauern. Ich hoffe mal, dass der werte Hakim sich in die Hauptstadt hier nach Dirim begibt, beziehungsweise das wieder zur Hauptstadt des Reiches macht, weil es einfach sehr zentral gelegen ist. Bietet sich ja an. Oh, schade. Haben wir ja aber auch richtig schöne Reiter als Gegner. Die geben wahrscheinlich gut EP, würde ich behaupten, oder? Das wäre doch mal was. So ein bisschen mehr EP als sonst. Tja, dein Schild ist aus Pappe, wa? Jetzt hauen wir den mal gleich runter, wa? Den brauchen wir natürlich selbst hier, den Jungen. Komm weg. Den nehmen wir uns. Den nehmen wir uns. Komm weg da. War so klar. Jedes Mal, wenn ich meine Armbrust zücke, dann macht er die in den entscheidenden Bogen und ich könnte ihn treffen in der Zeit. Oh ja, jetzt geht's nur um uns beide, Freundchen. Das war's. Mameluke. Ich dachte, das wäre der Fürst. Der war auch erledigt. Hier läuft noch ein Bauer rum. Ach, hier ist kein Bauer. Na, kommst du her. Wir müssen echt mal die Gefangenen verkaufen, ey. Habe ich jetzt nämlich wieder keinen gesehen in Dirim. Sollte ich mal wieder nach dem nächsten Part dann machen. Den Gefangenen verkaufen. So, und derzeit kann ich mal meinen Timer hier endlich wieder starten. Ich versuche die Parts immer so 14 bis 16 Minuten zu machen, aber ihr seht ja selber, wie lang die dann werden. Ist so mit die ideale Aufnahmezeit für mich, die ich jetzt so rausgefunden habe. Ich könnte es auch kürzer machen, weil ich halt merke, dass die Parts nicht komplett geguckt werden, ist auch ganz klar, weil manche Sachen, das sind halt so Längen, ja, wo man dann halt einfach nur reitet und naja, ist ja nicht so interessant, ich verstehe das schon. Aber ich glaube, so 8-Minuten-Parts wären dann auch ein bisschen blöd. Wenn ihr allerdings wollt, dass ich das, was weiß ich, 10 Minuten mache oder so, wenn ihr sagt, ihr habt nur 10 Minuten Zeit für so eine Videos oder sonst sowas, kann ich das natürlich auch machen. Was ich nicht machen werde, und das habe ich beim letzten Mal schon angekündigt eigentlich oder gesagt, ist, dass ich die Highlights und so weiter hier zusammenschneide, damit ihr dann volles Action-Programm habt. Liegt einfach nur daran, oh, einen Gegner hier noch. Liegt einfach nur daran, dass ich keine Pause-Funktion habe an meinen Aufnahmegeräten, beziehungsweise Aufnahmeprogramm. Die haben leider beide nicht diese Funktion. Und deswegen kann ich das nicht machen. Und den kriegen wir noch hier. Den kriegen wir noch. Glaub mal dran. Ah, verdammt. Der war knapp. Den haben wir erwischt. Und damit war er dann auch schon tot. Ich glaube, wir haben ihn ganz gut geschwächt mit den 35 Schaden, die wir da gemacht haben. Und joa. Das war's. Der Graf Dashwall ist geflohen. Wir haben jetzt keinen Platz mehr. Hier haben wir aber noch richtig gut was gemacht. Und zwar, die Ritter haben auch wieder ein paar. Meine Güte, was wir hier am Waffenknecht wieder zusammengeholt haben. Mameluke wieder dazu, das heißt, wir brauchen noch drei. Nee, zwei sogar nur. Haben uns ja noch einen Mameluken geholt gehabt. Gut, Mani kann sich wieder entwickeln, beziehungsweise kann wieder aufgelevelt werden und wir selbst auch. Und jetzt nehmen wir hier immer jeden Plunder mit, außer das gibt hier so drei oder sowas, das bringt uns auch nichts. Aber hier den Quark nehmen wir noch alles mit. Ja, einfach nur, weil wir ja ein bisschen Geldnöte haben gerade, ne? So ein bisschen. So, die Schawi, wir können auch nicht mal unsere eigenen Männer bezahlen. So, lasst mich Ausrüstung sehen. Wir wollen die Fertigkeiten sehen. Genau, die Ausrüstung ist uns vollkommen egal. So, kannst du mal ein bisschen auf Stärke gehen. Ein bisschen mehr aushalten ist immer gut. Und Bogenschießen natürlich. Für unsere Bogenschießerin. Oder Schützin. Klingt, glaube ich, ein bisschen besser. Und Manit, der, boah, sollte eigentlich auch. Überzeugungskraft hatte er jetzt ja eigentlich genug, aber wir gehen mal auf alles andere.
Schild ist zum Beispiel mal ganz gut. Zweihandwaffen. Und bald kriegst du dann vielleicht auch nochmal so eine Fernkampfwaffe. Das ist immer ganz schön. Achso, dann müssen wir uns ja wieder selber hier ausbilden. Bedürfen. Charakter. Anführerschaft können wir nicht machen. Das ist doof. Charisma auch nicht. Das ist echt doof. Weil dann brauchen wir nämlich nochmal wieder ganz viel EP. Nächste Stufe bei... Ist das dein Ernst? Wir brauchen ja fast 100.000 Erfahrung hier nochmal zusätzlich. Das ist ja der Wahnsinn. Uiuiui. Also das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Aber momentan haben wir auch nicht die großen Probleme damit. Also es geht. Ja. Nicht so schlimm, wenn das so ist. So Inventarverwaltung könnten wir mal erhöhen. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Oder Gefangenhandhabung. Ich glaube, ein größeres Inventar ist momentan wirklich nicht schlecht. So, und hier müssen wir auch irgendwann mal Waffen, Meisterfähigkeit hier erhöhen. Wird Dürüm schon belagert? Ja, toll. Haben wir viel gewonnen damit, dass wir die angegriffen haben? Komm mal weg da. König Grabes. Lauf uns mal hinterher. Komm. Komm. Na komm. Grabes. Ah, es ist auch wieder blöd. So, Emir. Da, mit 10 Leuten brauchst du hier nicht antanzen. Ich dachte, hier ist jemand, der uns jetzt groß unterstützen kann, aber das ist eher nicht so. So, den König Graves, ich sag mal so, wir würden den vielleicht sogar schlagen mit unserer Elite-Reiterei. Aber wir selbst würden wahrscheinlich nicht überleben. Ist jetzt aber natürlich eine Versuchung für mich, ne? Den Kollegen jetzt hier umzuhauen. Wie viel hat er denn? 15 Rodox-Sergeants, das ist schon mal was Gutes. Oh. Rodok-Veteran, Speerwerfer, 54 Stück. Könnte böse ausgehen. Ich riskiere es diesmal nicht. Tut mir leid, ich gehe diesmal kein Risiko ein, weil lieber lasse ich da mal hier irgendwas wieder weggehen, als dann wieder zu verlieren. Aber die Kergit haben aber auch heimlich hier immer wieder weiter erobert, sodass wir hier oben jetzt kaum noch vorhanden sind. Sind sogar relativ klein von der Fraktion her, ne? Oh, was macht denn ihr hier hinten? Was macht denn ihr da hinten? Um Gottes Willen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. So, nochmal ein Reiter, Ritter dazu. Und ja, wie sieht's aus mit der Moral? Die ist noch in Ordnung. Haben wir immer ein Auge drauf gerade. Ja, ihr müsst auch mal ein bisschen vernünftige Truppen euch sammeln hier, nicht irgendwelche Nords rekrutieren. Kommt schon aus dem Saranidenreich und haben dann solche Leute dabei, also. Muss ja nicht sein. So, Halma. Wir werden mal den Weg gehen. Auch wenn es ein bisschen weiter ist, aber immer hier mit dem Cheat rumspringen ist ja auch nicht so toll. Aber die haben auch, meine Güte, die haben ja richtig an Leute hier gewonnen. Ist auch wirklich die Fraktion, die wir am wenigsten angegriffen haben, ne? Die Kergits, glaube ich. Weil wir die ja bis zum Ende als Verbündeten noch hatten. Bis kurz vor Schluss. So, Schenke. Gibt's hier jemanden, der uns die Gefangenen abkaufen will? Sieht so aus, oder? Borcher ist hier. Streitlustiger Säufer. Willst du auf dem Kopf haben, Kollege? Ich will eigentlich mit Borcher reden, also mach die mal von Acker hier. Ja, komm. 50 Dinare haben wir dafür gekriegt. Wir wollen aber trotzdem mit Borcher hier quatschen, damit er jetzt mit in unseren Trupp kann. Ist ja einer der kostenlosen Begleiter. Beziehungsweise die Begleiter sind immer kostenlos, aber generell eine kostenlose Verstärkung für uns. Ach komm, da springe ich jetzt hier mal durch. Sonst den ganzen Weg jetzt hier zu gehen in dem Part, das wäre auch nicht so toll. Ah, hier könnten wir bei dem Turnier mitmachen. Das wäre auch nicht schlecht. Karawanenwache, Firentis, Lösegeldvermittler. Ah, das sieht hier echt gut aus. Ja, hol mal deinen Geldsäckel raus. Und dann gib uns mal ein bisschen Knete hier dafür. Oh, 150 für die Rodok-Armbrüstenschütze-Veteranen. Also, die müssen ja wirklich einen sehr hohen Entwicklungsgrad haben, wenn nicht sogar den höchsten. Ah, ne, gut, die Rodok-Sergeants geben noch mehr. Also, wahrscheinlich der zweithöchste. Aber daran kann man sehen, dass wir uns dann doch besser hätten nicht mit dem, König Graves anlegen sollen, weil der hatte dann ja wirklich ziemlich gut ausgebildete Leute. So, Firentis war auch schon mal bei uns im Trupp. Die haben auch alle mal dabei gehabt, ne? Nur zusammen waren die nie.
So, ach komm, wir machen nochmal fix ein Turnierchen, damit wir ein bisschen Geld bekommen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Platzieren wir mal eine Wette auf uns mit 100 Dinaren und dann geht's los. Was? Wir haben 100 Dinare verloren? Was ist denn da los? Ach so, ja, die haben wir ja erstmal gesetzt. Ich wollte gerade sagen, hier, ja, machen wir gar nicht mit, oder wie? Ach, hier ist es ja wieder. Schon lange, so lange hier kein Turnier mehr gemacht, dass ich vergessen habe, dass man hier eine Random Waffe kriegt. Ich war schon an das andere gewöhnt, wo man da wirklich sich selber nochmal, beziehungsweise nicht aussuchen konnte, aber da hatte man ja wenigstens die, boah, das gibt's nicht, dieselben Waffen wie in den Kämpfen, meine Güte. Könnt ihr mal woanders hingehen? Ihr nervt. Und beide extrem. So, jetzt hast du einen Fehler gemacht, Kollege. Du bist echt ein Held, Kratos. Tritt uns bei, komm mit uns mit. So, kämpfen wir wieder in der nächsten Runde. Bleibt mal zusammen, Mädels. Kann man die überhaupt befehligen hier? Bestimmt, oder? Wenn es das da gibt. Die Funktion, dann soll es ja auch gehen eigentlich. Boah, hier haben wir nur Reiter. Und das lauter Frauen hier. Schreien so schön wie Frauen. Das war aber ein Allround-Schlag hier eben. So, wir metzeln uns hier gerade durch. So, was ist los, Freundchen? Eben hast du noch eine große Klappe gehabt hier. Ohne dein Pferdchen sieht es aber anders aus, oder? So, komm, das war's mit dir. Erledigt! Oh, jetzt kommen die auf alle auf uns zu hier. Ein Glück ist der Reiter noch da. Unsere Verbündeten sind anscheinend alle schon tot. Mensch, wir sind richtig viele Zuschauer hier. Ist ja ein Dorfturnier, wa? Oh. Haben die alle überlebt, die Grünen? Schon wieder eine Frau. Schicken hier alle ihre Frauen in den Kampf. Trotzdem überleben die alle. Nichts gegen Frauen, aber ich glaube, Männer sind ein bisschen stärker von der Konstitution her. So. Wobei die eben ja auch viele Bogenschützen hatten. Also wahrscheinlich Bogenschützen sind ja da mal ein bisschen besser bei den Frauen. Beispiel die Shari. Null Schaden erlitten, na toll. Hat ja viel gebracht, unsere Aktion. Warum wir auch kein Pferd haben, ist ja total unfair hier. Warum ist sein Pferd um? Ja, das ist ja ein Riesenschwert, wa? Ist ja Kilometer lang. So, das war's mit dir, Kollege. Nicht mit uns. So, wir haben immer dieselbe Waffe gehabt bisher. Ein Glück. Ich will hier keine Wurfspeere oder sowas haben. Warum sag ich's auch noch? Warum sag ich's noch? Wenn ich's nicht haben will, dann krieg's ja sowieso. Wie lange das jetzt dauert, das will ich gar nicht wissen. Die Sache ist, dass wir uns die Waffe von dem jeweiligen Verlierer holen können, wenn der dann rechtzeitig verliert. Könnt's ja auch spannend machen und mal mit dem Zeug hier rumwerfen. Die Sache ist, dass wir natürlich null Skill haben mit der Waffe und deswegen wird das ewig dauern, bis wir mal treffen. Und vor allen Dingen, bis das dann auch mal so viel Schaden macht, dass er hier tot ist. Oh ja, gut. Kopfschuss, 30 Schaden, das ist dann doch mal gut. Aber man sieht hier, wie wir den Platz bearbeitet haben. Und weiter geht's. Kämpfen wir in der nächsten Runde. Ja, warum das Ganze natürlich so einfach ist, ist klar, ich habe es immer noch auf leicht gestellt. Oh, nein, nein, nein. Ah, wir haben gar kein Schild. Ist natürlich ungünstig. Wollte mich gerade blocken. Ich will das Pferd treffen, damit er da runterfällt. Aber das geht momentan noch nicht so glatt. Das Problem ist, dass wir uns nicht verteidigen können gerade. Da will ich echt so ein bisschen foppen hier. Und das bringt uns auch gar nichts, das Pferd umzuhauen, weil dann ist er nämlich im Nahkampf und wir haben dann auch keine Chance. Das wäre sogar besser, den, glaube ich, vorher zu treffen. Wir haben nämlich nur so ein kleines Messerchen. Na, mal sehen, wenn er sich festläuft, können wir ihn ja vielleicht erstechen damit. Nein, nicht wirklich. Können wir, glaube ich, nicht blocken damit, mit dem Schwert. Ein Glück ist der nicht so firm gewesen hier, der Kratos. Obwohl wir den ja vorhin noch gelobt haben.
So, 100 nochmal auf uns. Und dann geht's los, Freunde. Die letzte Runde. Ich hoffe, wir haben ein gutes... Ja, Zweihandschwert, das können wir nicht gebrauchen. Das Pferdchen ist halb tot. Wir werden ihm den Todesstich versetzen. Und ihm auch nochmal. Ihr, Entschuldigung. Klingenschwester. Ihr ist erledigt. Und somit gewinnen wir 3980. Und ja, ich würde mal behaupten, das war doch ein ganz guter Part von der Länge her. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.